Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen kleinen Runde von Let's Show Around auf Eagle Terrier. Ja, es hat sich wieder viel verändert natürlich in der Zeit. Hauptsächlich eine Sache, ein bisschen die Stadt ist weiter vorangeschritten, aber auch der Spawn wird sich jetzt verändert haben. Den habe ich mir noch nicht angeguckt jetzt, denn es gibt jetzt einen neuen Spawn-Baubeauftragten und wir haben Beacon, okay, cool. Ja, weil der ursprüngliche, wie man vielleicht gesehen hat, der konnte nicht so gut bauen. Und deswegen wurde er gefeuert. Wir wurden erst gefragt, ob wir das übernehmen möchten. Haben wir gesagt, nö. Weil wir jetzt ja schon unsere eigene Stadt bauen. Haste 2, cool. Und deswegen übernimmt das jetzt hier der gute Nanyatso, mit dem wir auch relativ gut gelungen kommen, also ich habe gesagt, vielleicht werden wir den nochmal unterstützen hier im Spawn mit ein paar Gebäuden, aber wir wollen halt einfach nicht die gesamte Verantwortung übernehmen, einfach weil es zu lang dauern würde oder zu viel Zeit kosten würde, an zwei Städten quasi gleichzeitig zu bauen. Ja, der hat ja schon ein bisschen was gemacht, hier ist zum Beispiel schon so ein, wie gesagt, der Beacon, da hat er ja so eine kleine Nano-Farm gebaut, da muss man mal hin. Und dann kann man da mit zum Beispiel Karotten da die ganze Zeit da drauf drücken. Dann kann ich euch mal kurz ausprobieren. Line haben wir jetzt auch. Also die haben wir uns auch von dem Typen Was machst du? Runter vom Feld. Auch von dem Typen gekauft. Der hat die uns für. Also wir haben 4 Slimes bekommen. Daraus kann man ja 8 Line machen. Für 2 Eisenblöcke. Also eigentlich für gar nichts. Ah, nice. Funktioniert gut. Das läuft halt mit Bone Meal, dann wird das halt hochgezüchtet. Habe ich so zuvor noch nie gesehen, aber zeigt auf jeden Fall, dass er fähig ist, was Cooles zu basteln. Ich hoffe mal, das Ding wird irgendwann mal removed. Und ja, hier vorne wird anscheinend schon was Neues gebaut. Wo ist denn da unterwegs? Der Abdullah X7. Das ist auch ein neuer. Vielleicht baut er hier gerade sich eine Hütte oder so. An dem alten Platz, wo Explorer Lars sein Haus gebaut hat. Oh, mein Ding wurde jetzt komplett entfernt. Interessant. Ich dachte, vielleicht wäre es ja cool, irgendwie so eine Art Ruine in der Stadt zu haben. Naja, gut. Dann gehen wir mal, wenn wir schon mit dem richtigen Kommando sind, zur Stadt. Zu unserer. Wir haben jetzt auch ein paar einfache Regeln aufgestellt. Also ich hauptsächlich. Ja, aber das ist eigentlich nicht so interessant, jetzt für euch zu wissen. Hauptsächlich, ich bin jetzt halt der Major, der Major, der Bürgermeister so gesehen. Lars ist der Building-Chef und Samekin, der ja auch gerade online ist. Ja, der hat auch 0 Tote, nice. Ich glaube, wir haben wirklich alle 0 Tote, die in der Stadt wohnen. Der hat ein bisschen die Verantwortung über die Farm und die Mine und sowas. Der hat auch ultra hartes Diamantenglück, muss man dazu sagen. Ja, hier, das erkennt ihr noch gar nicht wahrscheinlich. Oder ein bisschen, glaube ich schon. Das ist nämlich die Town Hall. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Ich leine mal ganz kurz mein Pferd hier vorne an. Genau, das ist jetzt erstmal das temporäre Lager. Wird bald nicht mehr notwendig sein, weil das jetzige Lager fast fertig ist. Hat ja immer noch das Nether-Portal unten drin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Da geht es in den allgemeinen Nether-Hub in die Mama, aber schon mal, das ist echt uninteressant. Ja, hier kommen dann die Büros rein, das heißt hier einmal wieder Lars oder Samekin. Nochmal Lars oder Samekin, das habe ich bis jetzt nicht ausgesucht. Und in der Mitte ist dann mein Büro. Ist halt so ein bisschen blöd um diese Treppe hier drumherum, aber ist echt relativ groß. Man hat halt hier den schönen Ausblick über den Marktplatz. Which is nice. Ja. Wurde auch ein bisschen kürzer gehalten, einfach weil ich das jetzt gerade am selben Tag aufnehme, in dem es noch rauskommen soll. Und wo ist mein Line hin? Da ist mein Line hin, damit es nicht allzu spät wird. Mach ich ein bisschen kürzer, dann ist es schneller oben und schneller gerendert und alles. Ich wollte gerade fragen, ob jemand schlafen will. Ja, perfekt. Dann hier ist schon mal irgendwas angeleint gewesen. Interessant, ich habe gerade irgendjemand die Leine geklaut. Okay, vielleicht ist es das Pferd, was da angeleint ist. Wahrscheinlich ist das Pferd. Das müsste das von Explore sein, beziehungsweise mein altes. Gut. Ja, hier ist so ein kleiner Schmied. Mit öffentlichen Öfen.
Und oben drin Public Coal Chests. Dass man einfach genug Kohle immer da hat, wenn man was schmelzen will, wenn man immer so aus der Mine kommt, kann man erstmal hierher seine ganzen Materialien verarbeiten eben. Ja, hier kommt dann das Community Storage House hin, beziehungsweise schon auf dem Weg. Oh, I just witnessed incest. Interessant. Sogar mit Eisenblöcken, cool. Also ich habe es mir nicht so ganz genau angeguckt, weil ich bin gerade auch erst vor 10 Minuten ungefähr online gekommen. Da war das gestern, wo ich gespielt habe, noch nicht da. Ja, Lars ist sehr aktiv. Ich muss ja arbeiten leider. Der hat ja nur Schule und so. Aber ich glaube, es könnte ganz schön cool kommen. Ich hatte so einen kleinen Plan dafür, dass man einfach sagt, dass das Haus so ein bisschen eine Wölbung drin hat. Und dann denke ich, weiß nicht, ob das so cool kommt, weil das Haus sieht jetzt schon ziemlich hoch aus. Oder was ist das Dach? Und es ist auch nicht allzu lang. Also mal gucken, wie es am Ende kommt. Ja, allgemein hier. Ich weiß jetzt nicht, was diese ganzen Zäune jetzt hier werden. Ob jetzt hier allgemein Häuser hinkommen sollen oder nicht. Lars jetzt offline gerade. Der kommt doch heute nicht mehr online. Das heißt, naja, mal schauen, was das da so alles wird. Auch als Bürgermeister ist man nicht zwingend direkt über alles informiert. Ja, hier kommt wahrscheinlich so ein Hexenhäuschen oder irgend sowas in der Art noch hin. Und ja, Wege sind auch schon hier ein bisschen angelegt. Zuletzt so eine kleine Seitenstraße hier in dem Fall. Sieht eigentlich relativ cool aus. Hier wird der Fluss, der Fluss wurde erst angelegt, das waren erst nur ein paar Seen. Da soll hier quasi so ein kleiner Hafen noch gebaut werden. Und ja, hier rüber geht es dann zum Villager Dorf, was nicht mehr zu unserer Stadt gehört. Also hier diese Holzplanken sollen so ein bisschen die Außengrenze sein. Auch wenn jetzt hier drüben erstmal noch Weizenfelder noch hinkommen sollen. Ich nehme an, ungefähr bis zu dieser Cobblestone-Mauer hier. Hier hat ja mal jemand residiert in dem Villager-Dorf, aber das war auch dann ein Jatz übrigens, und der ist aber totally okay damit und braucht die Base hier auch nicht mehr. Hier wäre auch ein Nether-Portal. Und hier kommt jetzt auch noch eine kleine Sache, die hier auch ein Jatz gebaut hat. Ich habe sie aber ein bisschen für uns nutzbarer gemacht. Und zwar Skelly Farm bei Nanjatsu, way down bei G-Ward. Ja, ich hatte mir mal ein bisschen Zeit genommen, hier nämlich einen kleinen Weg hier reinzugraben, dass man eben einfach auch ohne durchs Nether zu gehen hierher kommt. Weil davor musste man immer zwingend durchs Nether hierher kommen. Und da liegt überall Stuff rum. Ja, da sind es natürlich hier einfach Sachen farmen zu können, hauptsächlich natürlich Level. Protection 2 Goldhose. Und hier ein bisschen Farm kann man sich hier eigentlich, glaube ich, was ganz schön Gutes zusammenzimmern. Protection 3 Gold Boots, geil. Ja, jedenfalls, das ist hier so ein bisschen. Ja, zwischen da kommen schon die Viecher alle runter. Also, wenn man sich da in die Tür reinstellt, da kann man schon schnell Level zusammen farmen. Vor allem, wenn man nur eins hat, wie ich gerade. Aber ich habe auch dafür jetzt Fortune 2 auf meiner Pickaxe. Und Efficiency 3, Unbreaking 3. Gut. Hier habe ich jetzt Sharpness 3 auf dem Schwert zum Beispiel noch. Also, ich bin noch ein bisschen dabei, meine ganzen Enchantments, ja, zu machen, zu verbessern. Ja, ein bisschen Plan ist natürlich auch noch, hier einen schönen Weg hinzubauen irgendwann. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache. Interessante Konversation im Chat. Ist, dass wir wahrscheinlich auch noch einen Weg dann eben bauen werden zur Spawnstadt. Genau. Grob wäre es dann eigentlich auch schon. Muss man auch wirklich schaffen, hier ordentlich einzuparken. Gut. Ja, hier ist auch noch Eduard, der Schneemann. Ich weiß nicht, ob ihr den auch schon kennt. Dann haben wir noch so ein kleines Chicken Hole, wo unten die Eier automatisch eingesammelt werden. Wir können mal ganz kurz in die Mine runtergehen. Ich bin auch mal gespannt, wie die jetzt schon aussieht. Ja, genau, hier hat der Echsenfalken und ich haben unsere Hunde auch schon verlegt, dass die eben ein bisschen hier raus sind. Also ich habe die in ein anderes Loch einfach mal reingepackt. Na, der Weg hier runter ist jetzt zwei breit. Da habe ich außerdem noch eine Höhle entdeckt beim zwei breit machen. Da haben wir uns perfekt dran vorbeigekramt eigentlich. Und
Ja, hier unten ist jetzt aber ich auch nicht so viel verändert auf den ersten Blick. Jemand hat die Tür offen stehen gelassen. Okay. Ich weiß nicht genau, warum das sich jetzt da gerade durchgegraben hat, aber wird vielleicht schon irgendeinen Grund haben. Ja, weil es ja eigentlich hier Strip Mines sind. Aber er ist ja mittlerweile ja der Samekin der Farming und Mining beauftragt. Das heißt, auch die offizielle Strip Mine hier ist unter seinem Herrschaftsgebiet. Heißt natürlich, ich kann ihm immer noch reinreden, aber er ist erstmal der Verantwortliche. Ja, genau, ich kann mich jetzt auch wieder trauen, was zu meinen mit einer Fortune Pickaxe. Da kriegt man doch immer noch ein bisschen mehr raus. Ja, er hat auch noch eine kleine Zuckerrohrfarm angelegt, also er kommt seinen Pflichten auf jeden Fall nach. Joa, was gibt's da noch so zu sagen? Wir können auf den Turm nochmal hochklettern. Das können wir nochmal machen. Also ich finde allgemein dieses Rad, das von vorne sieht das übel geil aus. Mit diesen Planken hier vorne oder mit diesen Loks sieht es schon ziemlich cool aus. Hat ja auch Lars gebaut. Gut, der Access hier ist noch nicht so sonderlich gut gegeben. Aber ist auch nicht sonderlich safe hier. Da kann man auch noch durch. Aber man hat hier auf jeden Fall einen ganz guten Ausblick mit entsprechender Render Distance. Also man kann jetzt hier theoretisch sogar bis zum Eingang der Skeleton Farm gucken. Und hier sieht man sogar noch den Spawn ein wenig. Also, da hat man schon eine ganz gute Aussicht von hier oben. Und man kann hier auch runter auf einem Extraweg. Und Schaden dabei kriegen. Und ich brauche definitiv wieder was zu essen, aber das muss euch ja jetzt erstmal nicht interessieren. Deswegen würde ich mal sagen, soll es gewesen sein, erstmal für diese kleine Umherführrunde. Bis dahin, macht's gut. Stay tuned, euer